Hallo und herzlich willkommen hier zur Late Night Strike Show. Ich bin Chris Kempf zur Episode Nummer 3 hier auf unserem Kanal Brandzweck TV. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer Show. Wir haben wieder ein paar tolle Themen und ein paar tolle Gäste vorbereitet, mit denen wir heute sprechen werden. Und zuallererst sei wieder mal gesagt, wenn euch unsere Late Night Show gefällt, macht sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniert kostenfrei unseren Kanal Brandzweck TV. Und ja, was haben wir vorbereitet? Wir sprechen ein bisschen über die PBA. Wir haben Franziska Cech, Bowlerin des Jahres 2020, bei uns zu Gast. Wir sprechen ganz kurz mit Sandro Ancarani über Bowling in der Schweiz und natürlich das Neueste aus Bowling Deutschland bzw. Turniere, was jetzt demnächst so ansteht. Ja, und ich würde mal sagen, wir schalten mal direkt rüber zu Chris und starten heute mal mit Neues aus dem Süden. Ja, liebe Leute, wir kommen jetzt zu unserer Kategorie Neues aus dem Süden. Servus und Grüezi nach Österreich und in die Schweiz. Wir haben wieder ein paar Themen für euch vorbereitet und zwar gibt es Erkenntnisse aus Österreich. Österreich macht wieder Hoffnung, den Sportbowlern bald wieder auf die Bahn gehen zu dürfen. Denn Österreich möchte lockern, auch für den Indoor-Sport. Und was das genau sein wird, da werden wir auf jeden Fall für euch am Ball bleiben, wie die ganzen Schritte aussehen werden. Aber deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir doch mal in ein Land rüber, wo schon wieder trainiert werden darf. Und das ist die Schweiz. Denn in der Schweiz haben die Bowlinganlagen seit geraumer Zeit wieder geöffnet. Zumindest für Lizenz- und Clubspieler. Und wie das genau abläuft und welche Regularien es dort gibt, darüber sprechen wir jetzt mit Sandro Ancarani, Schweizer Mitbürger, Nationalspieler, zum Thema, wie kann es denn sein, dass in der Schweiz wieder geworfen wird? Aus der schönen Schweiz live zugeschaltet ist jetzt Sandro Ancarani. Lieber Sandro, schön, dass du da bist und wir kommen gleich direkt zum Thema. Ganz Deutschland und Österreich fragt sich jetzt natürlich und auch das kleine Land Luxemburg, wie kann es denn sein, dass in der Schweiz wieder gespielt werden darf und welche Regularien müssen eingehalten werden? Also es ist ganz unterschiedlich von Kanton zu Kanton, obwohl ich eigentlich da nicht so richtig einen Überblick habe. Ich weiß, dass zum Beispiel bei uns in Zürich wir an 3 Tagen spielen dürfen, aber nur Lizenzierte und Leute, die eine Memberkarte haben. Also auch Open Bowler, aber die natürlich auch trainieren. Open Bowling ist nicht geöffnet in Zürich. Das heißt, die dürfen nicht spielen. Das heißt, nur wirklich nur Lizenzierte und Member, die Memberkarte haben. Und ja, was ist klar, Maskenpflicht ist in der ganzen Halle und das Einzige, was natürlich ein bisschen stört, ist natürlich, dass in der Halle selber drin dürfen keine Getränke und kein Essen konsumiert werden. Wir dürfen das Ganze nur draußen auf der Terrasse machen, also wir werden dann bedient, also wenn wir nach 2 Spielen Pause machen, nach 3 Spielen Pause machen, können wir raus was trinken, aber in der Halle ist das Konsumieren verboten. Macht es natürlich ein bisschen schwierig, weil ja, Bowling ist halt immer noch ein Sport. Für die Schweiz ist es vielleicht nicht so ein Sport, wie alle denken. Und auch ich brauche während dem Spielen brauche ich einfach was Flüssiges. Und es ist nicht einfach. Aber wir freuen uns, dass wir wieder spielen dürfen. 3-mal die Woche, jeweils Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Und die haben einfach meistens dann Dienstag und Donnerstag von 6 Uhr bis 10 Uhr offen und dann sonntags von, glaube 10 bis 2 Uhr. Wie das dann in anderen Kantonen ist, gewisse Kantone, zum Beispiel im Kanton Waadt, haben auch die Maskenpflicht, dürfen nichts konsumieren, aber da haben die 3-4 Tage auch offen, aber da dürfen auch Open Bowler spielen. Also die haben zum Beispiel 3 Tage offen oder 4 Tage offen, von 1 Uhr bis 6 Uhr und da dürfen dann Open Bowler spielen, ich glaube einfach nur eine gewisse Anzahl, aber die müssen auch natürlich auch das Ganze auf der Terrasse konsumieren. Ist natürlich auch schwierig, weil während dem Bowlingspielen auch als Open Bowler trinkt man sehr gerne was. Ich denke nicht, dass viele Leute kommen werden, vermutlich jetzt, wo es wieder so heiß draußen ist. Mhm. Natürlich von 1 Uhr bis 6 Uhr ist es sehr schwierig. Aber für uns lizenzierte Bowler ist natürlich gut. Abends, die haben glaube ich dann donnerstags von 5 Uhr bis 8 Uhr für Sportbowler offen. Mhm. Und das ist natürlich dann schon super. Aber ja. es ist nicht einfach, aber wir freuen uns sehr. Nee, das ist schon mal wirklich ein Schritt nach vorne. Wie auch vorher schon angekündigt bei uns in der Sendung, Österreich
ist ja auch mit dabei, drauf und dran zu lockern. Sandro, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir werden uns übrigens bald persönlich in der Schweiz gegenüberstehen. Genau. Und mehr dazu erfahrt ihr auch bald auf unserem Kanal. Und ich gebe wieder ab zurück zu Chris. Und nochmal vielen Dank, Sandro, für deine Zeit. Bitte, tschüss. Ciao. Ja, danke Chris für das Interview mit Sandro Ancarani. Und ja, noch eine Information aus der Schweiz, die wir euch gerne noch nachreichen. Und zwar findet ab Mai der Einbau und die Installation der neuen Bowlinganlage in Winterthur statt. Wir werden vor Ort sein mit unserem Team, bauen die Anlage auf, werden euch berichten mit Videos, Vlogs und eventuell auch neuen Center-Reviews. Deswegen, liebe Schweizer, passt auf, in kürzester Zeit gibt es auch vielleicht von eurem Bowling-Center neue Reviews hier auf unserem Kanal. Und ich würde mal sagen, wir schalten jetzt mal rüber zu Chris mit den Nachrichten aus der PBA, denn dort ist ja wieder einiges passiert, würde ich sagen. Ja, vielen Dank, Chris. Wir kommen jetzt zu den Nachrichten aus der PBA, wohl besser gesagt von den USBC Masters und den US Open 2021. Die fanden nämlich im National Bowling Stadium in der größten Kleinstadt der Welt in Reno, Nevada statt. Und da gab es eine Menge zu erleben und wir sagen zuallererst einmal herzlichen Glückwunsch an den Dänen, Thomas Larsen. Denn Thomas gewann das europäische Superfinale gegen den Schweden Jesper Svensson mit 197 zu 176, gewinnt damit die USBC Masters und wir sagen da nochmal herzlichen Glückwunsch, tolles Bowling, tolle Leistung und immer wieder schön, Europäer oben auf dem Treppchen zu sehen. Ja, und eine Woche direkt danach, nach den USBC Masters, fand auch schon die US Open statt im National Bowling Stadium. Und da sagen wir herzlichen Glückwunsch an Chris Weah. Chris Weah gewinnt die US Open. Allerdings muss man auch dazu sagen, gab es etwas, was ihm die Show gestohlen hat. Und zwar ist etwas passiert im TV-Finale der US Open, was es seit 30 Jahren nicht mehr gegeben hat. Und zwar wurde ihm die Show gestohlen von Anthony Neuer. Anthony Neuer hat nämlich während eines Finalspiels gegen Jacob Butterworth, der später gegen Via verloren hat, 7-10 im TV-Finale geräumt. Das hat es seit 1991 nicht mehr gegeben. Und einige haben es vielleicht von euch schon mal gesehen gehabt. Ich war zu Gast bei Manuel Mrozek auf Emax Bowling, war dort zu Gast und wir zeigen euch jetzt noch mal ganz kurz unsere Live-Eindrücke von Anthony Neuer 7-10. Viel Spaß! Zentral auf der 1. Warte! Das Der hat gibt's nicht! 7-10 geräumt. Der hat den 10 geräumt. Nein! Nein! Doch, er hat Der 7-10 hat geräumt. Das hat seit 1991 nicht mehr gegeben. Was ein krasser John Scheiß. Mazza war der Letzte, der in dem Live-TV-Finale 7-10 geräumt hat und der mit 18 Jahren, der macht das einfach mal. Ja. Ja, also Emotionen kann man. Es war komplett unbeschreiblich. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Anthony Neuer für die 7-10, an Chris Weah für die US Open und an Thomas Larsen für das USBC Masters. Und ich würde mal sagen, wir schalten rüber zu Chris mit den deutschen Nachrichten und auch zum Thema Turniere. Was für Turniere stehen denn in Kürze an? Ja, liebe Zuschauer, wir machen weiter mit unserer Kategorie aktuelle Bowling-Turniere. Es weiß zwar noch keiner, wann die Bowlinganlagen wieder aufmachen, trotzdem gibt es eine Menge Leute da draußen, die Hoffnung haben, dass es bald wieder losgeht und diese auch schon mit ihren Turnierplanungen sehr weit fortgeschritten sind. Und diese Turniere, die möchten wir euch ganz gerne vorstellen, um euch auch den Sport in der Pandemiezeit weiterhin nach vorne zu bringen. Aber wir starten zuallererst einmal mit einer etwas negativen Nachricht. Und zwar betrifft die Brunswick Euro Challenge im Dreamboat Palace in München. Turnierdirektor Matti Knöbel hat nämlich per Facebook-Post verlauten lassen, dass dieses Turnier dieses Jahr aufgrund der Pandemie immer noch unklar ist, wann es losgeht und deswegen sich entschlossen haben, das Turnier abzusagen. Ein Turniertermin für 2022 wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Wenn es soweit ist, erfahrt ihr es natürlich auch über uns. Und lieber Martin, viel Erfolg bei den Turnierplanungen. Wir hoffen, dass es bei dir auch bald wieder losgeht mit der Brunswick Euro Challenge. Nun machen wir weiter mit der Max Munich Bowling Summer Challenge. Die findet vom 29. Juli bis zum 1. August in der Max Munich Bowling in Brunnthal bei München statt. Ein Bahnpaar, zwei Ölmuster, ist ein Dual Lane Pattern. Das Turnier wird unter anderem veranstaltet von Andreas Hennicek und Bodo Konietzny im Max Munich Bowling in München. Ich habe die Beschreibungen der Ausschreibung sowie die Anmeldung unten in der Beschreibung für euch reingesetzt. Guckt doch sehr gerne mal vorbei, wenn ihr Zeit habt. Meldet gerne das Turnier
hat's auf jeden Fall verdient. Und dann gehen wir auch noch mal ganz rüber nach Thüringen. Liebe Thüringer Bowling-Fans, liebe deutsche Bowling-Fans, der Cup der Roma Bowlers bei meinem Bowlingshop.de steht wieder vor der Tür. Die 14. offene Vereinsmeisterschaft vom Roma Bowlers e.V. in Jena vom 12. August bis zum 22. August im Bowling Roma. Der Cup der Roma Bowlers, das Turnier für jedermann. Kommt sehr gerne vorbei, macht eure Meldung und wir werden auf jeden Fall mit vor Ort sein. Ich habe schon gemeldet, macht's auch. Vielleicht können wir bis dahin wieder spielen. Und ich würde mal sagen, lieber Chris, wir schalten rüber und machen die deutschen Nachrichten. Und ich habe gehört, du hast einen Interviewgast. Ja, vielen Dank. Wir kommen jetzt zu den Bowling News in Deutschland. Zu unserem Gast kommen wir gleich, aber erstmal kommen wir zu den Hauptthemen. Und zwar zu der Information, die uns die Deutsche Bowling Union mitgebracht hat. Und zwar vom Jugendvorstand. Denn der Jugendvorstand hat die Bowlerin und den Bowler des Jahres 2020 bekannt gegeben. Und bevor wir zu den Gewinnern kommen, muss man erst einmal sagen, dass es dieses Jahr etwas Besonderes war, denn es wurden zwei jugendliche Bowlerinnen und Bowler des Jahres 2020. Wie das zustande kam, das verrät euch jetzt Sandro Brandt vom DKB. Der hat nämlich beim Live-Talk vom 11. Stammtisch am Sonntag, den 25. April, etwas Licht ins Dunkel gebracht und wir schauen uns jetzt nochmal die Erklärung nochmal in voller Länge an. Bitteschön. Also Patrick Weichert ist Sportler des Jahres bei den Erwachsenen, bei den Männern geworden und Franzi Tschech bei den Damen, wie wahrscheinlich viele von euch wissen oder gelesen haben. Und in der Kommunikation ist wahrscheinlich ein bisschen was verloren gegangen, warum das so ist. Wie Manuel schon richtig festgestellt hat, ist es ja so, dass leider keine Events oder kaum Events stattfinden konnten und es dementsprechend schwierig war, da genügend Kriterien zu finden, um jemanden auszuwählen. Deswegen hat der DKB überlegt, wie er Kriterien schaffen könnte, um diese Wahl nicht ein Jahr ausfallen zu lassen, sondern trotzdem eine Ehrung vorzunehmen. Und die Idee ist dann gekommen, einmalig die Kriterien so zu ändern, dass Jugendspieler geehrt werden, und zwar die Jugendspieler, die in den vergangenen 3 Jahren die größten Erfolge gefeiert haben. Dann gab es dann quasi eine Liste, zwischen der ausgewählt werden konnte, wer der Sportler oder Sportlerin des Jahres quasi werden sollte, obwohl der Titel dann ein bisschen irreführend ist in diesem Jahr. Warum das so entschieden wurde, für die Jugend einfach, damit ein bisschen Fokus auf die Jugend gelegt wird, weil die Jugend natürlich sehr, sehr wichtig und das Wichtigste wahrscheinlich für unseren Bowlingsport sind und es aktuell sowieso einige Diskussionen im DKB gibt, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, dauerhaft eine eigene Kategorie für Jugendliche für die Ehrung des Sportler des Jahres und Sportlerin des Jahres einzuführen. Aber da ist noch keine feste Entscheidung. Aber ich bin der Meinung, die Jugendlichen haben sich das genauso verdient. Die haben da vor allen Dingen, wenn ich jetzt an Patrick und Franzi denke, wahrscheinlich auch noch andere Jugendliche, wie zum Beispiel Paul Sullivan Probst, an den ich jetzt automatisch gleich mal denken muss, die viele internationale Medaillen gewonnen haben und sich das auf jeden Fall verdient haben und wahrscheinlich es einfach ein bisschen schwieriger haben gegen die ganzen Erwachsenen. Wenn ich da letztes Jahr an Birgit denke, die gewonnen hat, oder Olli Morich, ist halt schwierig, sich da durchzusetzen. Aber ich freue mich für die, die jetzt gewonnen haben und ja, bin gespannt. Ja, vielen Dank an Sandro Brandt für die aufklärenden Worte, wie diese Wahl zustande gekommen ist. Jetzt sind wir schlauer. Vielen Dank dafür nochmal und auch nochmal danke an Manuel Mrosek, dass wir diesen Ausschnitt aus dem Stammtisch-Stream aufzeichnen durften und senden durften. Und den vollen Stream könnt ihr euch nochmal gerne in der Wiederholung angucken. Den Link habe ich unten in der Beschreibung. Und auch wir möchten jetzt den Gewinnern gratulieren. Und zwar erst einmal Patrick Weichert zum Bowler des Jahres 2020. Übrigens auch Junior-Teamspieler bei uns. Tolle Leistung, freut uns wirklich sehr. Und auch herzlichen Glückwunsch an Franziska Tschech. Sie ist Bowlerin des Jahres 2020 geworden. Und mit ihr möchten wir jetzt sprechen über ihre Auszeichnung, über ihre Ehrung und über Franziskas Bowling-Karriere im Allgemeinen. Und jetzt begrüßen wir recht herzlich Franziska Tschech hier bei uns in der Late Night Strike Show. Ja, liebe Zuschauer, sie ist bei uns jetzt live zu Gast, Franziska Tschech, Bowlerin des Jahres 2020, hier bei uns in der Late Night Strike Show. Hallo Franziska, schön, dass du da bist. Hallo Chris. Franziska, du bist Vielen, Bowlerin vielen des... Dank für die Glückwünsche. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Franziska, du bist Bowlerin des Jahres geworden. Erzähl doch mal, was war dein erster Eindruck oder dein erstes Gefühl, als du diese Information erhalten hast? Also, der erste Eindruck, der war schon auf jeden Fall, dass ich sprachlos war, weil also ich
habe die Information schon relativ früh bekommen, Anfang des Jahres von meiner Mama. Die hat mir das dann überbracht, so als nachträgliches Weihnachtsgeschenk, würde ich mal sagen. Und ja, ich war erstmal sprachlos, weil das ist ein Ziel, was ich auf jeden Fall erreichen wollte. Und dass es dann jetzt schon so früh geklappt hat, ist ja nochmal besser. Und ja, also es hat auch dann etwas gedauert, bis ich das realisiert habe. Auf jeden Fall mindestens eine Nacht musste ich drüber schlafen, dass es dann halbwegs bei mir angekommen ist. Und ja, mittlerweile habe ich ein bisschen so einordnen können und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dankbar an alle, die für mich gestimmt haben. Natürlich will ich auch Patrick Weichert gratulieren, der auch Bowler des Jahres geworden ist. Und ich finde es echt cool, dass auch die Junioren mal jetzt in das Boot genommen wurden und so eine Auszeichnung erhalten konnten. Ja, die kann mir nur beipflichten, das finden wir nämlich auch. Wie auch vorher schon in der Live-Sendung hier bei uns von Sandro Brandt nochmal erläutert worden ist, dass auch in Zukunft vielleicht seitens der DBU bzw. vom DKB auch Ehrungen für die Jugendlichen und Junioren ausgetragen werden. Weil man muss auch einfach dazu sagen, Franziska, du spielst in einem sehr starken Kader. Ihr habt eine sehr starke Jugendnationalmannschaft, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Da ist eine Menge Potenzial. Ihr seid sehr erfolgreich bei internationalen Wettkämpfen. Und was mich auch gerade schon zur nächsten Frage bringt, gibt es eigentlich so ein paar Events, Turniere, wo du ganz gerne mal dran teilnehmen würdest, wo du sagst, Mensch, da hätte ich echt mal Lust zu, das würde ich ganz gerne noch erreichen. Klar gibt es ja noch welche und zwar ist es weiterhin jetzt noch bei den Junioren, soweit es möglich ist, auf jeden Fall mindestens eine WM zu spielen. Dann würde ich natürlich auch gern in dem Erwachsenenbereich Meisterschaften spielen, WM oder EM. Und dann ist auch noch ein Ziel, vielleicht mal bei einem PWA-Start oder vielleicht bei der Tour halt mitzuspielen oder generell mal Turniere in Amerika zu spielen, weil das wäre auch eine krasse Erfahrung. Kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem auch bei dir, weil du spielst ein phänomenal ein gutes Bowling, du hast einen sehr guten Wurfstil, spielst sehr gute Ergebnisse, spielst ja auch in der ersten Bundesliga bei den Lucky Strikers in Regensburg und da hoffen wir natürlich auch, dass die Liga bald wieder losgeht. Was mich auch noch zu einer Frage bringt, hast du Idole, auf denen du zum Bowlingsport aufsiehst und möchtest du dich ganz gerne noch hier bei uns noch bei ein paar Leuten bedanken über deinen Karriereweg, weil du hast ja sehr viel erreicht in deiner Karriere bis jetzt. Ja, das stimmt. Und zwar habe ich auf jeden Fall als Idol, seitdem ich mit dem Bowling angefangen habe, das ist die Diana Savialova. Die spielt für mich ein sehr, sehr geiles Bowling. Natürlich dann auch das Trio Daya Payak und Verity Crawley. Und bei den Männern ist es sogar Norm Duke. Ah, Duke. Ja, der spielt's halt noch richtig klasse. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, und bedanken will ich mich auf jeden Fall als erstes bei meiner Familie, denn ohne die wäre das alles auf jeden Fall nicht möglich gewesen. Die haben mich zu sämtlichen Ligastarts begleitet, zum Training gefahren, alles Mögliche. Die supporten mich wahnsinnig. Also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dankbar. Dann natürlich bei meinem Sponsor Manuel Rossek und Christian Krämer, meinem Ballbohrer. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung auf jeden Fall. Ich bin jedes Mal dankbar, wenn ich sämtliches Equipment bekomme oder sei es irgendwelche Starts, einen Zuschuss dazu bekommen bei der Track Open. Ja, da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr danke vielmals. Dann natürlich bei meinem Trainer Jimmy, der viel Videoanalyse mit mir macht, mir immer wieder predigt, auf was ich achten muss und der mich auch ja bei der EM unterstützt hat und bei der Deutschen Meisterschaft, wo ich ja dann die 5 Titel geholt habe. Vielen, vielen Dank an dich, Jimmy, auf jeden Fall. Und dann halt allgemein auch noch bei
allen Leuten, die mich die Jahre unterstützt haben, die mich jedes Mal anfeuern, die mir gratulieren, Freunde natürlich. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch wäre das auch nicht möglich. Also es gibt mir auch immer wieder so ein positives Gefühl und einfach sehe ich einfach, ja, ich mache irgendwas richtig. Also ja, genau. Nee, sehr schön gesagt, Franziska, wirklich sehr schön gesagt. Dem kann man auch sich nur anschließen. Und ja, wir wünschen dir viel Erfolg für die Zukunft. Ich hoffe, wir sehen uns mal beide persönlich mal bei einem Turnier mal auf einer Bahn. Würde mich sehr freuen. Und nochmal vielen Dank auch von unserer Seite aus für deine Zeit, für das Interview. Und ja, gerne, liebe gerne. Leute. Das war unser kurzes Interview mit Bowlerin des Jahres, Franziska Cech. Und ich würde mal sagen, wir verabschieden uns jetzt erstmal von unserem Gast und schalten direkt rüber zu Quiz mit den Informationen aus Luxemburg. Neues aus dem Westen. Franzi, ich danke dir für deine Zeit. Gerne, gerne. Dann rüber nach Luxemburg. Ja, vielen Dank, Quiz, und vielen Dank auch an Franziska Cech für dieses tolle Interview. Ja, herzlich willkommen zu Neues aus dem Westen, liebe Leute. Wir waren in Luxemburg gewesen und dort haben wir unter anderem ein Center-Review gedreht von der Fun City in Pétange. Den Link habe ich oben einmal in der Beschreibung reingesetzt. Ein echt spektakuläres Bowling-Center, vor allem auch designtechnisch an Jack Daniels angelegt. Wir haben hier mal ein paar kleine Szenen für euch mal im Band mal am Durchlaufen für euch. Unter anderem auch ein riesen Kinderspielparadies, lohnt sich allemal, könnt ihr euch auch gerne in voller Länge nochmal bei uns angucken. Und es wird auch demnächst ein neues Sender-Review geben aus Luxemburg. Und zwar waren wir auch in Kockelscheuer unterwegs gewesen, ein 10-Bahn-Center. Was es dort alles zu sehen gibt, erfahrt ihr schon in Kürze hier auf Brunswick TV. Und ja, ich würde mal sagen, wir schalten jetzt nochmal zum Ende unserer Sendung zu Quiz, denn der hat noch eine kleine witzige Überraschung für euch vorbereitet. Ich glaube, es hat was mit Rezensionen zu tun. Ja, Dankeschön Quiz für die Information aus Luxemburg bei Neues aus dem Westen. Und bevor wir zum Ende unserer Sendung kommen, haben wir noch ein kleines Highlight für euch vorbereitet. Und zwar haben wir uns mal gedacht, es gibt im Internet, auf Google, in Facebook so viele tolle Bewertungen von Bowlinganlagen. Es gibt allerdings aber auch eine Menge negative Bewertungen und wir möchten euch ganz gerne mal die Top 3 der krassesten Bowling-Center-Rezensionen vorstellen. Ab sofort auch eine neue Rubrik bei uns in der Show. Wir suchen ab sofort immer die besten Rezensionen aus Google oder Facebook raus, natürlich anonym. Und da haben wir unter anderem dieses Schmuckstück hier rausgefiltert. Passt mal auf. Unfreundliches Personal. Man kann nicht pro Person, sondern nur pro ganzes Bahn zahlen. Schimmel in der Apfelsaft. Personal spielt die ganze Zeit am Handy. Mit E. Nun ja gut, vielleicht gab es ein neues Angry Birds Update oder bei Farmville sind die Kühe wieder am Verhungern. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall Schimmel sollte definitiv nicht in einem Getränk sein, ob die oder der, sei mal komplett egal. Aber auch die hier finde ich persönlich richtig cool, passt mal auf. Eine Kreuzung aus Bowling und Geisterbahn und den Umgangston hat das Personal offenbar im Bootcamp beigebracht bekommen. Also nicht wundern, wenn man sich gegen die allgemeinen Empfehlungen doch dorthin verirrt. Nun ja gut, nicht jeder war beim Bund, nicht jeder war beim Militär, aber ein bisschen mehr Respekt auf der Bahn könnte nicht jedem schaden. Dennoch sollte der Respekt vom Personal ausgehen und naja, ihr wisst schon. Aber mein absolutes Highlight, das zeige ich euch jetzt und zwar erst einmal liebe Grüße nach Mainz zum Lerchenberg, zum ZDF. Liebes ZDF, falls ihr mal einen Ort sucht für eine neue Soko-Serie oder für einen neuen Krimi, da hätten wir was für euch. Passt mal auf. Die Bowlingbahn bietet die perfekte Kulisse für einen Krimi. Vom unfreundlichen Macho-Kellner im Zuhälter-Look heruntergekommenen, verbrauchten oder verrauchten Nebenräumen über die verwahrloste Kegelbahn aus den 80ern bis hin zur Geldwäscherstimmung, die in der Luft hängt. Alles da für ein TV-Serienset. Ein Kindergeburtstag würde ich hier sicherlich nicht feiern wollen.
Nun ja, wenn es das nächste Mal wieder heißen sollte, Soko, keine Ahnung, wir können euch sehr gerne sagen, wo dieses Bowling Center steht. Und vielleicht wird auch dort der nächste Tatort gedreht. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall eine sehr amüsante Rezension hier auf Google. Und ja, liebe Leute, das waren unsere drei Bewertungen. Und damit sind wir auch beim Ende unserer Show angekommen. Es war wieder eine tolle Sendung mit euch. Vielen Dank nochmal an Sandro Ancarani und auch an Franziska Cech, unsere Interviewgäste hier in der Live-Show. Und ja. Wenn euch unsere Videos, unsere Late-Night-Show gefällt und unsere Formate, macht sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniert kostenfrei unseren Kanal Brunswick TV. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Bleibt gesund, liebe Leute. Wir sehen uns demnächst wieder zu einem neuen tollen Video hier auf Brunswick TV. Und ich würde mal sagen, ciao mit au, tschö mit ö. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute.